Krawallen in der Westernacht, Silvesternacht, vor allem ja, in den Berliner Problembezirken, aber natürlich auch in vielen anderen deutschen Großstädten. Das ist ja für sich ist er der nicht neu, aber der Grad an Eskalation war gegenüber den letzten Jahren auf jeden Fall höher. Insbesondere die Angriffe auf Polizisten, Rettungskräfte und ihre Fahrzeuge war schon, ja, ich würde mal sagen, widerlich, was man da zum Teil gesehen hat. So was machen wir nicht. Richtig. Herr Dahlemann hat aber letztens über Münde was anderes erzählt. Ne? Der fand das traurig, dass die Polizei da sein muss. Weil es so viele Irre hier gibt. Vor allem bei uns hier. Ne? Weil der hat ja widersprochen. Jedes Mal am Durchdrehen. Ja, wie haben ja, jetzt die Politik und die Medien reagiert? Wie immer. Als, ja, genau, wie immer. Die Hintergründe verschleiern und als erstes wollte man die Täter eigentlich gar nicht genau benennen. Erinnert mich irgendwie an das Schweigen und an das Verharmlosen der Silvesternacht vor 7 Jahren in Köln. Also okay. Wieder same procedure. Ne? Also, die Probleme werden nicht angegangen, weil man halt so Multikulti unbedingt haben will. Also Multikulti wäre vielleicht noch schön, aber die wollen irgendwas anderes da haben, anscheinend Bürgerkrieg oder so. Ja, da würde ich jetzt mal kurz den dementsprechenden Beitrag von der Tagesschau oder Tagesthemen am 2. Januar abspielen. Den fand ich schon sehr gut auf jeden Fall. Und sehr ehrlich. Nee, ehrlich nicht. Entschuldigung. Ja. So, mal gucken, ob es klappt. Wer sind denn die Täter? Was weiß man denn dazu zur Stunde? Von den Tätern zu sprechen, ist in solchen Kontexten immer ein bisschen schwierig. Tatsächlich ist es so, dass die Gewerkschaft der Polizei sich dazu bereits geäußert hat und gesagt hat, es seien gruppendynamische Prozesse, also ein gesamtgesellschaftlich großer Druck, der geherrscht hat, geherrscht haben soll, anlässlich jetzt nach 2 Jahren Pandemie und dass man da eben versucht, genau, dass man eben an Pyrotechnik auch leicht rankommt und dass dort eben das zu großen Problemen geführt habe. Richtig. Danke für die Antwort. Genau, also hör einfach 2 Mal Pyrotechnik zu bekommen. Also, wie gesagt, der Fachmenschenschluss, es war einfach zu einfach, Pyrotechnik zu bekommen. Ne? Lag nicht an irgendwelchen durchgeknallten Typen oder so. Ja, aber ich muss mal fragen, wo waren wir denn am Samstag? Wo waren denn die Rechten gewesen am Samstag? Also, ja. Das Problem war halt angeblich die leichte Beschaffung von Böllern und nicht der fehlende Respekt vor diesem Staat und seinen Institutionen. Wir brauchen also unbedingt ein Böllerverbot. Für alle. Ne? Damit man nicht die einzelnen Täter bestrafen braucht. Weil die Täter einzeln zu bestrafen, wäre natürlich rechtsextremistisch. Deswegen muss man die gesamte Volksgemeinschaft bestrafen. Und diskriminieren. Ja, genau. Und ja, da die Berliner Polizei ja anscheinend so ein reaktionärer und ewig gestriger Haufen ist, hat dessen LKA Ende letzten Jahres eine Empfehlung herausgebracht zum diskriminierungssensiblen Sprachgebrauch. Ne? Weil wir wissen ja alle nicht, wie wir sprechen müssen. So. Also jedenfalls sind jetzt die Polizisten dazu angehalten, in ihren Personenbeschreibungen nicht mehr südländisch zu verwenden, sondern westasiatisch. Also müsst ihr gleich im Knopf erküpfen, westasiatisch ist gleich südländisch, so wie früher so. Also alte Rechtschreibung, neue Rechtschreibung. Na, junge Frau. Junge Frau, na. Ja, aber nicht, wenn die SPD regiert, denn ist Kanacke ein Schimpfwort. Und die Grünen. Das ist alles eine Frage der Deutungshoheit. Also ich kenne jetzt nicht den etymologischen Ursprung von Kanacke, aber ich habe da auch schon mal was gehört.
Aber ich will mich hier nicht in so ein Minenfeld begeben. So, als Begründung wurde gesagt... Ja. Es gibt ja das tolle Buch 1984. Wer hat das schon gelesen? Neusprech. Ja. Ne, also Südländisch ist jetzt Westasiatisch. Und Kritik ist jetzt Hetze und so weiter und so fort. So, und die Begründung dafür, der Begriff sei geografisch ungenau und durch verfassungsfeindliche Medien negativ belegt. Also ich dachte, die wollen jetzt eigentlich gar nichts mehr zu den Tätern sagen. Jetzt auf immer wollen sie sagen, ist zu ungenau. Ah, ich weiß es nicht. So, und was da jetzt an Knallkörpern verwendet wurde, entsprach sicherlich auch nur den im Handel erhältlichen Feuerwerkskategorien F1, also Knallerbsen und Wunderkerzen, und der Kategorie F2, China-Böller und kleine Raketen und kleinere Batterien. Wunderkerzen. Ja, sag ja. Buschfeuerwerk. Ne? Ja, also es kann natürlich auch sein, dass man die Prioritäten bei der Fachkräfteanwerbung in den letzten Jahren falsch gesetzt hat und vor allem Pyrotechniker und Raketenwissenschaftler importiert hat. Ja, wie sich jetzt herausstellt, leider total am Bedarf vorbei. Gibt halt nicht genug Arbeit für sie. So, ja, also die Pyrotechniker haben natürlich auch den Vorteil, die dürfen auch ganz legal die höheren Kategorien an Feuerwerk F3 und F4 erwerben. Und kommt jetzt nochmal weiterer erschwerender Punkt hinzu, da wahrscheinlich den meisten von Ihnen mangels Papieren mangels Papier, das Problem hängt oft da. Also bei der Einreise hier in diesen Staat ist denen halt, hier sind ihnen die ganzen Papiere abhandengekommen, das kann schon mal passieren, ne? Der will schon immer Akten auch noch mit sich rumschleppen. So, deswegen wurden jetzt halt bürokratisch am einfachsten alle auf den 1. Januar als Geburtstag gelegt. Ne? Macht man so bei den Behörden. Ja. So, und da haben die natürlich Geburtstag gefeiert. Ne? Kann man die ja nicht verübeln. Ein weiterer schwerwiegender Kofaktor waren wahrscheinlich auch die tropischen Temperaturen am Silvestertag oder Abend. Waren ja irgendwie bis zu 18 Grad an dem Tag. Irgendwo stand es ja auch in der Zeitung, dass das an den Temperaturen lag, ne? Dass die einfach vor Freude so durchgedreht sind. Ja. Da ist halt den jungen Männern da vor Ort, er war ja nicht nur in Berlin, aber das ist den jungen Männern wohl ihr feuriges Temperament durchgegangen. Ja, und kann ja schließlich niemand was für Wetter, ne? Da haben die sich wieder wie zu Hause gefühlt. Ja, und was eigentlich mit unserer durchgegenderten Politikern, die so oft eine Frauenquote fordern? Wie man den Videos entnehmen konnte, haben vor allem oder fast nur junge Männer unter ihresgleichen und ohne Frauen gefeiert. Ich meine, mag vielleicht bei denen so, wo die herkommen, so üblich sein, ne? Aber ich habe jetzt noch nichts gehört, dass unsere Linken oder wie auch immer Politiker. Oder ich hätte ja zumindest erwartet, dass da auch eine Initiative kommt für eine feministische Silvesterpolitik mit Frauenquote für diese Geburtstagsfeiern. Also falls das niemand in die Hand nimmt, ich würde jetzt damit anfangen. Ja? Frauenquote bei Weihnachtsfeiern. Die sollen immer feiern können. Nicht immer nur am Herz stehen oder Kinderversorgung. Oder nächsten Tag um 5 Uhr in Altersheim müssen oder an dem Abend. Arbeiten. So, jetzt aber Spaß beiseite. Warum konnten die jungen Männer da eigentlich ungestört mit Hunderten oder Tausenden von Schreckschusswaffen in der Öffentlichkeit rumballern?
Also ich bin jetzt kein Experte für das Waffengesetz, aber soweit ich weiß, steht da drin, dass man Schreckschusswaffen nicht im öffentlichen Bereich einfach so mit sich führen darf. Oder wenn er nur in gewissen Behältnissen. Ja. Und erst recht nicht darf man im öffentlichen Bereich die Dinger zum Einsatz bringen. Das darf man nämlich nur im privaten Bereich, wo man auch niemand anders verletzen kann. Weiß ja nicht, für diese jungen Männer gelten dann wahrscheinlich keine Gesetze. Vielleicht ist das auch, wie soll man sagen, glaubt, ist ja auch, wie heißt das, strafrechtlich mindernd oder so? Nee, das ist eine kulturelle Eigenheit und die müssen wir natürlich als Deutsche, die wir uns ja jeden Tag auch neu integrieren müssen, berücksichtigen. Die wollten einfach wahrscheinlich nur ihrer Freude Ausdruck verleihen und halt wie in ihren Herkunftsländern bekannt, Freudenschüsse und Feuersalben in die Luft jagen. So, und dann waren halt von diesen 145 festgenommen, denn waren ja sage und schreibe 100 ohne deutschen Pass, also irgendwie, weiß ich nicht, westasiatischen Ursprungs, glaube ich, oder mit westasiatischen Pässen. Ja, und die restlichen 45, die hatten ja tatsächlich einen deutschen Pass. Da gab es jetzt schon einige findige Politiker, die schon gefordert haben, die Namen dieser Passdeutschen zu veröffentlichen, um ihren kulturellen Hintergrund zu erfahren. So, das war jetzt natürlich für die Vertreter der regierenden Parteien in Berlin natürlich total rassistisch. Und deswegen wird da wahrscheinlich auch nicht mehr viel passieren. Aber dieser Rassismusvermerk ist auch nur für mich ein Ablenkungsversuch von ihrer gescheiterten Integrationspolitik. Deshalb fordere ich mehr Wahrheit und weniger politische Korrektheit. Okay, wollt ihr was hören oder wollt ihr loslaufen? Also vielleicht mal von morgen Samstag nochmal. Lass uns mal hören. Ja, Wahrheit ist nie verkehrt. Von Samstag. Natürlich. Von Samstag, warte mal. Ja. Euch erst mal was anderes vorspielen. Mhm. Ja. Von meinem geliebten Politiker Patrick Dahlemann. Oh, ja. Also, Patrick Dahlemann ist ja letzte Woche Donnerstag auf dem Ueckermünder Markt ist er durch sehr viele qualifizierte Beiträge aufgefallen. Einer davon hat mir ganz besonders gefallen und den will ich euch jetzt mal vorspielen. Kein Abschluss, Dahlemann. Das kann er nicht hier. Männer und Frauen der Landespolizei sichern diesen Abend hier heute ab. Vielen Dank. Das im Übrigen finde ich bemerkenswert, dass es keine Veranstaltung auf einem Marktplatz in Ueckermünde geben kann, in einer Demokratie, wo nicht Polizeikräfte im Einsatz sein müssen, weil es genügend Verrückte, will ich so sagen, unabhängig der nationalen Herkunft gibt, weil es genügend Menschen gibt, die damit nicht klarkommen, wenn wir in einem fairen Meinungsstreit sind. Männer und Frauen der Landespolizei sichern diesen Abend hier heute ab. Ja, also, wer auf sein grundsätzlich verbotenes Demonstrationsrecht Anspruch erhebt, der ist grenzdebil auf jeden Fall. Er hat ja nicht gesagt, dass alle verrückt sind. Sind da bloß ein paar Verrückte dabei? Weiß ja nicht, ist Herr Dahlemann denn noch lebend von diesem Abend wieder nach Hause gekommen? Habt ihr irgendwelche Erkenntnisse? Oder wurde er irgendwie... Ja, also er ist nicht irgendwie angegriffen worden oder so. Ja. Hätte aber verdient gehabt, wir haben alle beleidigt. Ja, also weiß jetzt nicht, wie viel in Ueckermünde waren, wie viele Polizisten, aber ich glaube, es waren nicht viel mehr als hier im Pasewalk. Nee, ne? Also wir hatten noch viel dazu tun, weiß ich nicht, was die gemacht haben. Nee, geht da nicht. Die waren hier. Ja, weiß nicht, ob die da so wie die Politiker irgendwie Candy Crush gespielt haben und auf Tinder ein bisschen da die Matches ein bisschen durchgecheckt haben. Soll jetzt keine Beleidigung sein, ist halt in Anspielung auf die Aussage von Herrn Dahlemann, weil die Polizei ja mit uns immer so viel so Ärger hat. Ne? Mit uns? Ja, na, vor allem mit dir. So, ich meine, wir haben die Polizei ja auch nicht bestellt. Ist jetzt ja auch nicht unbedingt so, dass sie hier nicht willkommen ist, das will ich auch dazu sagen.
Aber ja, gute Frage. Nein, die Polizei ist offiziell hier, um unsere Demonstration gegen Irre zu schützen. Deshalb ist sie hier. Ist der offizielle Auftrag. Ja, da könnt ihr euch mal bedanken, ne, dass ihr bei so einem Mistwetter im kalten Pasewalk im Dunkel Deutschland hier sich die Beine im Bauch stehen für euch. Bist du los? Warte mal. Ich wollte noch so einen kleinen NDR-Beitrag einspielen. Der doch, kam Mann. Am Samstag. Ja, gucken, ob ich den hier so, also einige von uns waren ja am Samstag in Lubmin auf der Demo. Ne, am Industriehafen. Gegen die Energiepolitik von Scholz und so weiter. Herr Habeck war ja nur leider aus irgendwelchen Gründen verhindert, konnte nicht kommen. Ja, und wir hatten hier natürlich freundlicherweise auch für uns die Einfahrt zum Industriehafen weiträumig abgesperrt, haben uns da auf den Parkplatz verwiesen, der irgendwie 2,5 oder 3 Kilometer von dem Versammlungsort entfernt war. Ich war natürlich nicht so blöd, ne? Ich bin durchgefahren, weil ich musste noch ein paar Leute wegbringen und die Box und so weiter, die er gespielt hat. Und ich habe dann nachher, da ja der Parkplatz direkt an dem Gelände, komischerweise hat da an dem Samstagmorgen jemand Betonbarrikaden hingestellt, damit er nicht genutzt werden kann. Kann natürlich nur Zufall sein. Na gut, habe ich halt 500 Meter weiter geparkt. Da wäre auch genug Parkplatz für alle anderen gewesen, aber gut, schwamm drüber. Jedenfalls haben die dann halt da 2,5 Kilometer weggeparkt und der Parkplatz war auch in direkter Nähe von der Demonstration der Bürger aus Lubmin und Umgebung. Also ich denke mal, die haben auch ein bisschen gehofft, dass sich da Leute auf diese andere Demo verirren, was ja grundsätzlich nicht falsch ist. Aber halt Leute, die zu uns wollten, wo sie gleich wussten, dass wir ein bisschen auf Krawall gebürstet sind und so weiter und so fort. Ne? Also da wurde auch einiges getan, um uns da von unserer Demonstration abzuhalten. Also so ein bisschen, wie sagt man, passiv-aggressiv nennt man das, glaube ich. Die hat jetzt schlecht gefrühstückt, glaube ich. Die andere hat besser gefrühstückt. Genau, die ja. Hat vom Backhaus so. Eingeladen. Ja, die haben, ja, ein Frühstück hat uns der Backhaus leider nicht ausgegeben. Ja, so, jetzt, damit wir bald zum Ende kommen. Der Beitrag vom NDR oder zumindest ein Ausschnitt davon und die Stellungnahme von dem dort genannten ist Willy Lehmann, falls ihr den kennt. Der macht immer Demo-Aufrufe, aber er macht die Videos dazu. Ja, und dann hört mal. Putin-Versteher versuchen sich unter die Demo zu mischen und Querdenker wie Willy Lehmann aus Neubrandenburg, der unter anderem mit Videos gegen die Medien hetzt. Wir möchten nichts mit den Putin-Freunden zu tun haben. Und ich versuche, die wegzuschicken. Die Polizei hat gesagt, sie wollen uns dabei unterstützen. Und Herr Dugosch möchte nichts mit Putin-Freunden zu tun haben. Der ist sozusagen einer, der die Veranstaltung, ich sag mal, für Reichsbürger und ähnliches Volk organisiert hat und der versucht sich jetzt hier zu protegieren. So, also Herr Dugosch, Mitinitiator der Demo von den Bürgern vor Ort, hat jedenfalls gesagt, er will mit Herrn Lehmann nichts zu tun haben, weil er sich als Organisator von Veranstaltungen für Reichsbürger und ähnlichem Volk betätigt hat. Ja, ich sag schon mal so viel, er konnte da nicht so viel für. Da hat jemand, wie soll ich sagen, eingegriffen, damit er diese Falschinformationen lanciert. Trotzdem hat man Gehirn zum Denken, bevor man sowas sagt. Das Folgende ist, ich war gestern mit Lubmin und habe mit 3 verschiedenen Medienvertretern gesprochen, von NTV, von der Ostsee-Zeitung und vom NDR. Meine Interviews wurden jeweils nicht ausgestrahlt oder ich wurde nicht in irgendeiner Weise erwähnt. Stattdessen bin ich im NDR tatsächlich erschienen, aber man hat mich da diskreditiert. Da wurde ich erstmal direkt als Querdenker bezeichnet. Dann hat während eines Interviews irgendein Mensch über mich geredet, der mich gar nicht kennt. So, der hat mich dann als Reichsbürger dargestellt, beziehungsweise als jemand, der ich soll jemand sein,
der Reichsbürgerorganisation veranlasst und so weiter. Ich kenne diesen Menschen gar nicht, der kann gar nicht diese Information haben. Diese Information stimmt gar nicht, trotzdem wurde ich so betitelt. Ja, dann bitte ich jetzt auch hier die Polizei auch nochmal zu überlegen. Wir können machen, was wir wollen. Das heißt, ich mache ein Interview mit der Ostsee-Zeitung, ich mache ein Interview mit dem NTV, ich mache ein Interview mit der NDR. Ich werde nicht ausgestrahlt, stattdessen werden wir diffamiert. Stattdessen wird über uns hergezogen und man redet über uns, anstatt mit uns zu reden, beziehungsweise das, was wir dann sagen, dass es dann auch ausgestrahlt wird. Und wie sollen wir denn jemals aus diese Meinung dieser Bevölkerung auch mit uns halten? Wie soll sich das jemals ändern, wenn wir immer nur diffamiert werden? Ich war gestern als Querdenker bezeichnet worden. Ich wurde gestern als Reichsbürger bezeichnet, obwohl das überhaupt nicht stimmt. Und ich wurde auch als Medienhetzer bezeichnet, liebe Polizisten. Ich versuche immer mit den Medienvertretern zu reden, auf Augenhöhe zu reden. Trotzdem werden wir immer wieder diskreditiert. Und da bitte ich auch alle Leute, die sonst hier rumstehen, das mal zu berücksichtigen, zu hinterfragen. Ja, und wünsche euch jetzt gleich schön spazieren. Wer auf ZDF und ARD angewiesen ist, der muss geistig zurückbleiben. Der muss geistig zurückbleiben. So, also es geht gleich los. Ich will bloß noch mal kurz was dazu sagen. Also, Herr Willi Lehmann wurde halt vom NDR Nordmagazin beschuldigt, in seinen Videos Hetze gegen Medien zu betreiben. Und Herr Dugosch, der Mitinitiator, hat halt gesagt, dass er sich da irgendwo anbiedern wollte bei denen und bei der Demo. Und wie gesagt, er soll angeblich Veranstaltungen für Reichsbürger organisieren. So, also mittlerweile ist der Kenntnisstand so, dass Herr Dugosch, dass ein Vertreter der Medien, möglicherweise vom NDR, um halt diese Story dazu bringen, ihm in Ohr geflüstert hat, dass Herr Willi Lehmann halt, diese Veranstaltung organisiert. Was aber, also bis jetzt ist der Beweis, steht aus, den hätte ich jetzt gerne mal vom NDR, die sollen zeigen, welche Videos, in welchen Videos er hetzt und die sollen auch belegen, welche Reichsbürgerveranstaltung er organisiert hat. Genau. Herr Gudisch hat sich auch schon dafür entschuldigt. Wie lange das beim NDR benötigt wird, weiß ich nicht, aber ich denke mal, das wird sehr viel länger dauern. Bei Willi persönlich oder? Ja. 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 Er hat ihn zum Bierchen eingeladen. Und öffentlich? Was folgt dann? Was denn? Hier ins Studio. Na, beim NDR, die müssen ja. Gibt ja sowas wie einen Pressekodex. Ich weiß, die Medien haben da nicht immer so mit der Wahrheit und mit dem Pressekodex. Die sind da oft sehr kreativ, würde ich jetzt mal sagen. Oder, also ich würde jetzt sagen, für mich ist das wieder ein Beweis, dass das Lügenmedien sind. Die gehen ja schon los. Die gehen ja schon los. Ich hab noch gar nicht den Befehl gegeben. Willst du die Dinger noch abmachen? Nein.